Warum sagen die das? Jahresüberschuss ist Fiktion, Cashflow ist Fakt. Nun, wir haben bereits gestern oder vorgestern gesehen, das Schwierigste für den Unternehmer ist, einen einzahlungswirksamen Ertrag zu generieren. Einen Ertrag zu generieren ist nicht so schwer. Ein Ertrag ist nach dieser Definition Fiktion. Wir haben gesehen, es gibt gewisse Möglichkeiten. Ich will gar nicht sagen Tricks, aber buchungstechnische Möglichkeiten, einen Ertrag zu erzeugen, zum Beispiel durch eine Zuschreibung. Das ist heute ein bisschen schwieriger, weil die Zuschreibungspflicht das Zuschreibungswahlrecht abgelöst hat. Wir haben das gestern gesehen, wo ich sagte, streichen Sie das durch. Heute müssen wir zuschreiben. Früher hatte man sogar ein Wahlrecht, ob man zuschrieb, wenn eine Abschreibung sich als nicht mehr begründet herausgestellt hat. Also da konnte man einen Ertrag erzeugen, ohne eine Einzahlung zu erzeugen. Man kann auf Ziel verkaufen. Sagen, hier komm, hast du Zahl in 10 Jahren. Wir buchen per Forderung eine Umsatzerlösung. Schon haben wir einen Ertrag erzeugt. Also gibt es diverse Möglichkeiten. Das Schwierigste ist, einen einzahlungswirksamen Ertrag zu erzeugen und damit sind wir beim Cashflow. Dann müssen wir jemand anders dazu bringen, dass er etwas nimmt, was er selber für sich als knapp und wertvoll empfindet, nämlich sein Geld, für das er in der Regel hart arbeitet und das auch so fühlt, dass er dafür hart arbeitet und deswegen sich genau überlegt, wofür gebe ich mein Geld aus. Den müssen wir dazu bringen, dass das uns gibt. Und das ist schwieriger, als einfach nur einen Ertrag zu erzeugen. Deswegen der Spruch, Jahresüberschuss ist Fiktion, Cashflow ist Fakt. Ja? Und wie wir den Cashflow berechnen, das haben wir hier nochmal wiederholenderweise aufgelistet. Aber diese Berechnung kennen Sie ja schon. Hallo, ich bin Robin Good. Der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.